Guten Tag, hier ist der Gusor. Ja, gestern noch schön im Kino gewesen, es war richtig cool. Bei Bruder vor Luda von Lochis. Ich hätte mir das echt so, sag ich jetzt mal, schlechter vorgestellt. Also, das war ganz nice. Lichtle pennt noch schön hinter mir, hinterm Greenscreen. Und ja, ich habe hier gerade einen Angriff gemacht. 1,2 Millionen. Passt. Und den will ich euch nochmal kurz zeigen, dass ihr auch seht, wie das gelaufen ist. Habe ich halt eben Only Dragon genommen und dann war das ganz easy. Und ja, Base war jetzt nicht der Knüller. Klar, war halt so eine Standard Rathaus 8. Und ich dachte halt auch, na gut, okay, gehst du erstmal in diesen Bereich so ein bisschen rein. Habe mit dem König so ein bisschen vorbereiten wollen. Wusste nicht, was ich in der CB hatte. Sonst hätte ich die Riesen gleich gedroppt. Und dachte mir auch, ah, nicht, dass mir die Zeit dann wegläuft. Ich meine, mittlerweile haben wir halt einfach ein bisschen mehr Zeit, ganz klar. Dachte ich, ja, gut, okay, komm, dann haust du hier schon mal die Drachen hin und dort oben. Einfach, weil die Luftabwehr hier schon weg war, klar. Und dann halt eben, um die hier oben noch wegzukillen, habe auch wirklich nur ein Rage bis dahin verwendet. Und dachte mir, ach komm, das reicht auch erstmal, weil die fliegen eh in die Richtung. Das ist easy. Und dann passt das. Da sind die ersten 200k weg. Und dann geht das ganz nett. Ich mache mal ein bisschen weiter. Wie gesagt, klar, da kämpfen sich die Drachen halt total easy durch. Das ist jetzt nicht so der Brüller. Aber der Loot ist schon ganz nett. Auf jeden Fall. Und dann dachte ich jetzt, okay, jetzt müsste es in dem Bereich, wenn sie jetzt wirklich alle in die Richtung gehen, dann haust ein Rage rauf, dass das wirklich alles safe ist. Und bei dem Loot konnte man sich das auch ohne Probleme gönnen. Und hier sieht man dann ganz eindeutig, gucken wir mal, hier haben wir noch 100 und jeweils noch, also 200 für jeweils einen Sammler. Das heißt wirklich 100k pro Sammler, also randvoll in der Hütte. Und das ist schon ganz nett. Und da haben wir einfach mal 1,2 Millionen. Und dann passt das. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, mit Lichte war halt eine mega geile Nummer. Wir sind halt echt fast nicht zum Schlafen gekommen. Aber war halt richtig, richtig cool. Und ich fand es eben auch geil, dass wirklich welche beim Kino waren und sich dann auch einfach getraut haben, so, ja gut, okay, hier und angekommen sind. Weil es ist ja halt wirklich dann doof, wenn man sich dann so denkt, so als Abonnent, ja gut, jetzt sind die zwar hier, aber ich traue mich nicht. Also wir haben es, ich glaube, er hieß Lukas. Beim Lukas haben wir es halt gemerkt, der war übelst tatterig schon, also er wollte mit uns ein Selfie machen und dann sieht man halt so, wie er wirklich mit dem Daumen gewackelt hat, richtig übel das Handy auch geshakt. Aber das ist halt ganz normal, das ist halt, so soll es halt auch sein. Das ist ja was Besonderes, ganz klare Sache und dann darfst du das logischerweise auch sein. Also fand ich ziemlich nice. Also vielen Dank nochmal an alle, die gekommen sind, weil ist natürlich auch irgendwo doof, man sagt, ey, hier, wir treffen uns irgendwo und dann kommt halt gar keiner. Das ist natürlich schade. Also von daher vielen Dank an euch auch. Ganz klare Sache. So, und hier gönnen wir uns nochmal vom The Dark Nils. Genauso dasselbe wie bei mir. Only Dragon. Würde ich auch denken, dass er auch Max Town Hall 8 ist, weil er halt eben auch schon soweit alles gemaxt hat. Und von Truppen her. Und dann gucken wir mal, ob er da was anbrennen lässt oder ob das auch ordentlich läuft, so wie bei mir. Ja, das ist schon ziemlich nice, zumal die Base halt selber nicht so der Knüller war. Tesla auf 1, hier auch eine 1er Tesla, da passiert halt gar nichts. Da ist halt wirklich, ich meine, klar, wenn immer eine Pekka oder sowas da ist, dann merkt man es nach und nach, wenn die sich erst durch die Mauer arbeiten muss und dann, aber bei einer 1er Tesla, das ist null. Deswegen habe ich auch zum Cody gesagt, ey, komm, deine Tesla sind auf 1, komm, mach mal hier los. Und der hat mir gerade gesagt, ey, hier, guck mal, in einer Stunde sind sie so weit maxed. Und das ist schon ziemlich, ziemlich prall. Einwandfrei, nice Loot. So soll das sein. So soll das sein. Und fast wie bei mir. Da fehlen noch 75.000, aber das ist auf jeden Fall richtig nice. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall nochmal zwei Mauern, weil ist ja Blödsinn, wenn ich die Kohle irgendwie rumzuliegen habe. Ich bin auch mit den Mauern schon ganz gut weitergekommen. Finde ich ganz in Ordnung. Schauen wir mal, wo gehen wir hier jetzt lang? Ach, kommt hier, lass uns hier das hier einfach mal lang makern. Das ist immer noch die Base, die mir King O gebaut hat.
Aber ja, wie gesagt, auf dem Account bin ich ja eh nicht so mega aktiv. Und ich habe den Clan jetzt auch verlassen. Nicht einfach nur, weil ich euch die Gameplays zeigen wollte, sondern wir starten ja dann ab 2016 halt die Pokéjagd im Keep Calm. Und da wäre es halt einfach doof, mit einem Account zu sein, der irgendwie Gold 1 ist. Das ist Blödsinn. Nur weil es mein Zweit-Account ist, muss das nicht sein, dass der Clan in Anführungsstrichen unter der Pokéjagd dann dabei leidet. Das ist Blödsinn. Das wäre einfach irgendwie selbst verliebt und blöd. So, hier haben wir vom LOL Gamer richtig, richtig nice. Mal gucken, wie das hier abläuft. Er sagte halt Queen Walk und dann Magier. Und ich meine, klar, die Base ist nochmal total tot auf jeden Fall. Mal gucken, was er hier außenrum schon mal ziehen kann. Das ist natürlich schon mal mega interessant. Und dann würde ich fast sagen, muss bei der Menge, ich meine, Town Hall 9, na wohl. Lichtle, was ist maximal Town Hall 9 in Minen und Sammlern? Nee, was könnte man da maximal holen? 100k pro Minen sammeln. Na, da muss noch was drin sein, glaube ich, hier. Weil der hat richtig am Start. Dann muss der das Goldlager noch ordentlich voll haben. Der hat jetzt schon 500k geholt, 600k. Richtig nice. Jetzt gucken wir mal, wie sich die Queen hier durcharbeitet. Ja, also ihr habt definitiv noch was in den. Ah, schade, die Mauerbrecher ein bisschen zu spät gesetzt, obwohl du hättest da eh nichts geholt weiter. Also von daher vollkommen richtig, dass die jetzt hier reingeht. Das ist echt nice. Ah, Queen down, schade. Schade. Aber vollkommen in Ordnung. Du bist bei einer Million, 1,1 Millionen. Passt. Auf jeden Fall. Am Queen Walk arbeitest du noch ein bisschen, aber ansonsten passt das auf jeden Fall. So, und hier ist der Cody einfach nochmal reingekommen und wollte noch einen Angriff teilen. Der kämpft sich so ein bisschen mit Go Wipe momentan oben rum. Und das läuft bei ihm ganz gut. Er hat den Fight gewonnen. Das kann ich jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Town Hall 9 da oben zu finden, ist schon ziemlich nice. Und er ist halt eben schon Poki-mäßig richtig gut unterwegs, auf jeden Fall. Und ich denke mal, da merkt man oben in dem Bereich halt wirklich, dass die Helden halt echt low sind. Und da wäre es natürlich echt geil, wenn er einfach mal einen Angriff machen könnte mit seinen normalen Truppen, aber dann einfach mal doppelten Helden. Das wäre richtig nice. So, Town Hall geht down. Das ist ja nur der Sinn und Zweck der Sache gewesen. Der Loot war ja eigentlich egal. Liga-Bonus hat er mir gerade geschrieben. War er bei 250k von beidem und 1580 im dunklen Bereich. Also das hat sich dann auch gelohnt, das passte. Queen ist down. Golems sind sogar noch da und die Päcker. Ich denke mal, da sind noch ein paar Prozente drin auf jeden Fall. Ja, geil. Golem macht wieder schön Death. Also ich würde jetzt mal tippen, 60 sind da locker, locker drin. Also wenn nicht 65. Hat er, da hat er noch, ja doch. Ach, hier sind auch noch Golems. Mann, hier ist ja noch richtig was los. Da geht dann noch richtig die Luzi ab. Das ist natürlich richtig geil, wenn man da noch schön den Bonus bekommen kann. Yeah, weggefetzt. Golem einfach nochmal schön, weil er schon geteilt war. Wenn der halt groß ist. Ich meine, wie gesagt, die guten Spieler unter euch wissen es logischerweise. Aber wenn er halt noch ganz groß ist und noch nicht geteilt ist, dann rennt er halt über diese Sprengfalle rüber. Und wenn er dann halt geteilt ist, dann ist das nicht mehr der Fall. Auf jeden Fall ein nice Ding. Und wie ihr sagt, halt der Liga-Bonus läuft auf jeden Fall. Viel Spaß weiterhin, Cody. Da oben läuft. So, und das soll es auch schon wieder von mir gewesen sein. Ich liebe mal. Weil wenn ich drin bin, ist halt immer so eine Sache. Klar, dann wird der Clan natürlich voll. Und der ist halt wirklich nur für so eine Sache. Und dann können wir halt wirklich Millionen Gameplays sehen. Und so ist es richtig. Also wie gesagt, in der letzten Zeit gefällt mir das richtig gut, wie das halt wirklich läuft. Kein Gespamme, gar nichts. Richtig, richtig Daumen nach oben für euch. Und dann habt ihr eben auch was zum Sehen. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, die nächsten Tage wird es ein bisschen lau. Vielleicht kann ich heute noch was aufnehmen. Und ansonsten ist halt wirklich ein bisschen weniger, weil ich halt noch nach Berlin gehe. Und dann, ich sag mal, zweite Januarwoche oder sowas, geht's dann wieder richtig schön los mit meinen Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und
Ich wünsche euch was. Haut rein und überlebt Silvester ordentlich. Bis dann. Ciao, ciao.